Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zum Krokofies-Sumpf Action mit Dancenden Spiders und Spyros Booty Ass. Yeah! Booty Ass, das passt doch voll. Nein, willkommen zurück zu A Hero's Tale. Im letzten Part sind wir hier im Krokofies-Sumpf gelandet, der ziemlich cool aussieht. Ich meine, guckt ihn euch an. Guckt ihn euch einfach mal an. Und da ist eine Kanone. Gut, diesen Bereich müssten wir eigentlich relativ abgeklappert haben. Und nicht wunder, dieser fette schwarze Bereich dort links. Wie soll ich das erklären? Den kann man nicht erreichen, weil das ist einfach nichts. Das ist einfach nur wie hier Sumpf. Und wenn man dort versucht hinzukommen, dann landet man halt in Sumpf und ertrinkt. Ich finde das irgendwie blöd, dass sie das als Karte angegeben haben, weil man kann höchstens da so lang fliegen, bis man irgendwann im Sumpf landet und stirbt, um das frei zu machen. Aber das ist doch sinnlos. Da ist nichts. Vertraut mir, wir sind doch Freunde, oder? Na egal. So, wir versuchen mal hier hochzukommen. Ich habe keinen Dietrich mehr, ne? Aber ich glaube, hier oben war sowieso keine Truhe. Das glaube ich doch einfach mal. Und wenigstens ich vertraue mir. Nicht immer, aber ab und zu. Ab und zu traue ich mir dann doch. Noch ein Heini, ey. So, hier oben sieht man ja schon, ist ein Riss. Und das bedeutet, nein, ich glaube, so kriegen wir nicht auf, aber wir hören es. Wir hören einen Lichtedelstein. Lichtedelsteine machen Geräusche, wenn man in der Nähe von denen ist, das ist der Vorteil. Ah ja, nicht, aber naja. Aber wir können von hier dafür zu dieser Kanone rübergleiten und fallen. Und ja, dann können wir erstmal die Dinger hier aufballern. Gut getroffen. Nicht gut getroffen. Sehr gut getroffen. So, und jetzt will ich das dort oben treffen. Oh yeah. Oh yeah. Und damit haben wir es aufgeballert. So, und jetzt nochmal den ganzen Weg. Toll. So. Diese Flöcke des Untergangs, die sind so böse. Mir fiel plötzlich auf einmal kein passendes Wort für Evilness ein. Weil Evilness habe ich schon so oft verwendet. Und da ist der Lichtedelstein. Ich flippe aus. Egal. Ah, schön viel Money. Oh, wir können uns bald die Schlüsselkette leisten. Yeah. Aber erstmal verlieren wir nochmal 500. Ich glaube nämlich, einen Dietrich habe ich nicht mehr. Ganz genau. Weil wir werden gleich wieder einen Dietrich brauchen. Aus dem Weg, Gegner Nummer 2. Oder was weiß ich, wie viel. Oh, wir haben wieder den Professor. Mit dem super Angriff-Dingens kannst du mit mehr Kraft und Tempo auf etwas losgehen. Awesome. Das ist ganz praktisch, um verstärkte Türen und stabile Truhen aufzubrechen. Du brauchst 40 Lichtedelsteine, um das Dingens zu aktivieren. Was? 40? Ich meine, wir sind am Anfang des Spiels, Alter. 40? Das ist ja schon 40% aller Lichtedelsteine überhaupt. Findest du das nicht ein wenig übertrieben? Okay. Naja, werden wir schon irgendwann zusammengekratzt haben. Aus dem Weg! Aua, ich hatte einen Bumerang getroffen. Du Bumerang-Heini. Na, willst du auch angreifen? Na, dann halt nicht. Trottel. Hört ihr den Lichtedelstein? Den kriegen wir noch nicht. Ich habe ihn eben gehört. Aber ein Ei kriegen wir. Ein Ei! 7. Gleich wieder ein Dietrich holen. Oh Mann, das schöne Geld. Jetzt hätten wir uns sogar schon die Schlüsselkette leisten können, aber ich habe kein Geld. Irgendwann werden wir es uns leisten können. Und dann, wenn der Tag gekommen ist, werden wir mächtig pupern. Vor Freude, versteht sich. Da ist er übrigens, aber da kommen wir wirklich erst später hin. Das geht jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Aber wir können hier mal durch. Und werden gleich freudigst empfangen von Flöcken, die aus dem Boden rausquillen. Irgendwelchen zugewucherten Gängen. Und Fleischfresserpflanzen sind auch immer nette Viecher. Und ein Schalter.
Oh, hallo. Tja. Wie ironisch. Manche dieser Pflanzen können nämlich Feuer speien und sind aber sehr empfindlich gegen Feuer. Egal, wir haben den Schalter gedrückt und haben eins von zwei Toren damit deaktiviert. Was? Nein. Noch nicht. Wir haben schon alles von dir, was wir im Moment brauchen. Oder uns leisten können, eher gesagt. So. Hier irgendwas? Nein, nein, nein. Sehr schön. Nee. Da ist der zweite Schalter. Zack. Ah, und damit ist dieser Tempel offen. Nennen wir ihn mal Tempel. Tempel ist schön. Aha. Ein Gewichtsschalter, der oben sein muss, damit er auf ist. Auch sehr schlau. Ah. Na, das ging ja gut. Wieder zu machen. Hier können wir erst später was machen. Dafür brauchen wir eine andere Fähigkeit. Die wir erst später kriegen. Was für eine Herausforderung. Oh scheiße, das Ding bewegt sich nicht mal. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. So gerade noch drauf gepasst. So, eigentlich hätte ich, könnte ich mich jetzt auch umbringen. Weil, wie man sieht... Oh, er hat mich schon umgebracht. Gut, ich konnte nichts sehen. Zurückkommen wäre jetzt ganz schön schwierig gewesen. Weil jetzt alles passiert wäre, da wären Steine untergefallen, alle Dinger hätten hin und her geswingt, Gegner wären auf den Plattformen und wenn wir sterben, haben wir den Lichtedelstein und müssen den Scheiß nicht machen. Ich weiß, es ist lame, aber hey, wir haben unendlich Leben. Das ist auch cool. Außerdem war es ja nicht mehr Absicht, dass ich eben gestorben bin. Ich konnte nichts sehen und auf einmal hat er mich weggezischt. Hey Spyro, hier drüben. Hey Geldsack, halt's Maul. Jetzt gehen wir mal hier lang. Oh, wow, 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 wow. So haben wir nicht gewettet. Kurz kratzen. Ah, yeah. Okay. Hallo. Sneaken ist immer so schön. Ah, hier finde ich fies versteckt. Wenn man mal hinhört. Hört man das? Hört man das? Ey, man hört es nicht mal. Ist ja fies, denn hier hinter ist etwas versteckt und der Stein ist andersfarbend als die anderen, aber voll gut getarnt und man muss den drücken. Und dann fährt die Wand darunter und dahinter ist ein Lichtedelstein. Das finde ich allerdings schon ein wenig fies. Und das schon im ersten wirklichen Level? Boah. Nicht schlecht, der Specht. Hör ich gleich wieder einen über mir. Wow, wer hat da gerade geschossen? Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Genau, dreh dich ein bisschen. Hab Spaß am Leben. Fliege ich darüber? Hell yeah! So, für Edelsteine tue ich alles. Und zack, und hier rüber. Ach, da ist er ja, der Edelstein, aber den kriege ich jetzt noch nicht. Noch nicht. Und da komme ich nicht hoch, weil wie man sieht, ja, kein Plan, wie ich da hochkommen soll. An diesen Flöcken. Das wird später noch kommen. Gehen wir mal hier lang und holen uns den Lichtedelstein, wie es aussieht. Hallo. Oh, eine Pflanze auch noch. Wow, die spuckt Feuer, seht ihr? Aber sind auch empfindlich gegen Feuer voll random. Eigentlich müssten sie sich selbst dann immer besiegen. Sehr schön. 11 Stück haben wir schon. Dann haben wir doch schon über ein Drittel von dem, was wir für das super Angriffsdingens brauchen. Ein Drittel? Ne, wir haben ein Viertel. Entschuldigung. Mathe-Genie steht hier vor euch, müsst ihr wissen. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ich krieg keine gute Sicht auf dich. Ich will dich doch beachten. Ich will die Erdnüsse in den Käfig werfen, weil du so cool bist. Tja. Bist wohl gefangen. Ich lass dich noch ein wenig gefangen. Ich gehe erstmal hier lang. Sehr spannend. Auch sehr schlau, so man schlägt den Baumstumpf kaputt und auf einmal voll staubig alles nur. Anstatt Holz, Staub. Spyro, wenn du Geld hast, bin ich gern bereit, deine
Ja. Ältestenbaum. Warte mal, Ältestenbaum? Das hört sich doch fast so an, als ob hier ein Ältester wäre. Aber nur fast. Ich würde eher vermuten, dass es hier so ein prähistorisches McDonald's gibt oder so. Und Schleim. Und ein Ei. Hey, Geldsack, serious business. Vor allem, der öffnet sich da voll komisch hier. Oh, hier ist ja wirklich ein Ältester. Und der Älteste ist Säufer. Toll. Da wissen wir ja, mit wem wir es zu tun haben. Spyro, mein Schatz, du musst so viel wie möglich lernen, damit deine Suche nach Rot erfolgreich verläuft. Ich weiß nichts über Rot. Der Professor sagte, er käme aus der Vergangenheit. Wer ist er und was hat er angestellt? Oh, das ist eine lange Geschichte. Wie viel Zeit hast du, Schätzchen? Rot war Mitglied im Orden der Drachenältesten, bis er aus Neid und Macht ihr unseren Anführer zu stürzen versuchte. Ich fürchte, mehr kann ich nicht sagen. Ist eigentlich streng vertraulich, weißt du. Aber bevor du gehst, bringe ich dir noch den Pfostenschwung bei. Spring zunächst auf den Pfosten. Spring erneut, um zum nächsten Pfosten zu schwingen oder abzuspringen. Auf dem Pfosten kannst du die Richtung ändern, indem du dich in die andere Richtung drehst. Welch nützliche Information. Wer ist eigentlich dann der Anführer von euch allen? Wer weiß. Oh, das ist ein Ofen. So, und hier können wir gleich schön lernen, wie das abläuft. Zack und zack und way. Ja. Sehr schön. Naja, gut. So, staubig, ein Ei, yay. Na. Ja. Auf einmal geht die Tour kaputt und flupp. Hä, was war das? Oh, sein Bett. Das ist ja echt das bequemste Bett, das ich je im Leben gesehen habe. Oh, ein Lichtedelstein. Schnieke. Ja, jetzt kriegen wir wirklich viele Edelsteine. Könnte sogar reichen, um die Schlüsselkette endlich zu kaufen. Yeah. Ja, das sieht doch schon fast gut aus. Und da hinten können wir nochmal den Pfostensprung jetzt anwenden. Da kriege ich das noch. Yeah. Look at me. Und aus dem Weg. Das, ja, wir haben genügend. Aber ich glaube, hier müssten wir ja wieder diese Porto und so eine Scheiße zahlen. Deswegen, kaufe ich das erst dann im Drachendorf. Halt die Klappe, du machst mir Angst. Zeit ist noch da, aber ich gehe erstmal hier lang. Weil ihr müsst wissen, wenn wir den befreien, kriegen wir ein neues Minispiel. Und das Minispiel ist eins der zeitaufwendigsten. Also wirklich. Das ist ziemlich krass. Yeah. Die Steine fallen vom Himmel. Zack. Und da hoch will ich. Und das fand ich voll verarscht, ey. Das sieht so aus. Ja, sieht aus wie ein Tor. Wo ist der Schalter? Und dann? Oh, das ist ja gar kein Tor. Das kann man ja einfach so kaputt machen. Ist voll fies. Und jetzt sind wir wieder hier. Wie sieht denn die Karte aus? Ja, eigentlich ganz knackig. Wir haben sie eigentlich sogar fast schon fertig. Hier oben? Ja, gut. Ah, da befreien wir ihn jetzt mal. Hallo, wer bist denn du? Danke für die Rettung, Spyro. Ich bin Blink der Maulwurf. Woher kennst du mich? Ein Maulwurf? Kennst du den Professor? Was? Glaubst du etwa, als Maulwurf muss ich jeden Maulwurf auf der Welt kennen? War nur ein Scherz. Der Professor ist mein Onkel. Er hat mir diese Handschuhe gemacht, damit ich unter der Erde Spezialfähigkeiten habe. Klar, ich wäre bestimmt ein toller Helfer. Aber da ist noch meine Frischluftphobie. Frischluftphobie? Genau. Ich habe tatsächlich Angst davor, nicht tief im Untergrund gefangen zu sein. Ich weiß, das klingt komisch. Also wie wär's? Ich grabe ein Loch und schau mich mal um. Das ist wirklich ziemlich komisch. Aber okay. Ja, und die Minispiele vom guten Blink sind eigentlich wie so eine eigene Welt.
Unsere Aufgabe ist, die unterirdischen Tunnel zu zerstören, die unterirdischen Tunnel zu erkunden und die dunklen Edelsteinsplitter zu zerstören. Er steuert sich wie Spyro, kann Sachen wie Spyro, er kann schlagen, er kann ballern, er kann sogar die Arschbombe, er kann den Doppelsprung, er kann eigentlich alles wie Spyro, nur kein Feueratem halt. Und er hat eine ziemlich geile Mucke. Aber dafür, dass es halt keine Zeitbegrenzung hat und dass es halt auch so aufwendig gestaltet ist wie so eine eigene Welt, ist es auch am zeitaufwendigsten, dieses Minispiel. Das ist wirklich riesig. Also wirklich krass. Teilweise muss man da echt lange drin verbringen. Deswegen will ich mal keine Zeit verlieren und einfach mal das fette Vieh eine reinballern. Und dir auch. So, und hier können wir uns durchgraben an solchen Dingern. Bam, bam, bam. Und da haben wir Bombis. Zack. Die brauchen wir auch, um die Edelsteinsplitter zu zerstören, weil die gehen nur mit Bombis kaputt. Wir sind halt nicht so cool wie Spyro und können sie einfach rammen. Nein, nein, das können wir nicht. So, ich hab jetzt keine Bock auf die Metallkiste, deswegen gehe ich einfach hier lang. Und er kann sogar den Wandsprung. Das kann nicht mal Spyro, Leute. Zumindest jetzt noch nicht. Oh Gott, Spinnies. So. Da haben wir den schon mal. Oh, ich habe das Vieh mit erwischt. Und der kann sogar... Ja, guckt euch an, diese Thermosicht hier. Das ist doch richtig James Bond-like. Oh, wo habe ich den hingeworfen? Naja, naja. Ups. Gehen wir mal hier runter. Weil hier wartet uns noch eine Spinne. Aber auch ein Edelsteinsplitter. Zack. Na. Ich glaube, ich habe mich gerade verstunken. So. Zack. So, dann mache ich den noch kaputt. Und dann kann ich hier ganz cool wieder hoch. Zack. Zack, zack. Und, yeah. So, hier ist nichts mehr meines Erachtens, aber hier oben ist noch was. Da, ihr seht ja, da geht schon weiter, aber ich gehe hier oben noch lang. Da. Und wisst ihr, was es halt wirklich zeitaufwendig auch wieder macht? Man muss das Minispiel auch zweimal machen. Oh, oh. Oh, fuck, ich wusste, dass sie mich erwischen wird. Ah! Ah! Hilfe! Ich mach mal lieber die Viecher tot. Na, ja, komm her. Oh mein Gott, er hat mich erwischt. Na, hau um. So. So. Da sind zum Glück Beutelratten zum Auffüllen. So, und zack. Yay. Beutel readies. Na. Der erwischt voll den Laserstrahl ins Fressbrett geschossen. Bam, 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 bam. Diese Pflanzen kommen leider wieder. Das ist voll blöd. Die bleiben nicht tot. Die kommen nach einer Zeit wieder. Weiter graben. Das ist auch schon der letzte Bereich. Ach ja, und übrigens immer, wenn wir so ein Ding hier berühren, ist das ein Speicherpunkt. Also wenn wir sterben, landen wir am letzten, den wir hier berührt haben. Praktisch, ja? Eigentlich überlege mal. Nee, das passt. Schaffe ich von der Entfernung nicht, da unten hinzuspringen. Das geht nicht. Muss ich mich auf die hier verlassen. So. Ach ja, und oben rechts habt ihr gesehen. Ein Überhitzungsanzeiger. Eine Überhitzungsanzeige oder so. Wenn wir den Laser schießen, füllt die sich halt auf. Und wenn die aufgefüllt ist, dann können wir nicht mehr schießen, weil Überhitzung und so. Wow, bleib hier, wow. Knapp. Da unten ist der letzte. Yeah. Ins Gesicht. Hallo, Dri. Hilfe. Oh, fuck, nicht getroffen. Naja, gut, hier ist keine Spinne. Also, das Drachenei gehört uns. Yeah! 4,5 Minuten. Na egal. 4,5 Minuten. Und das ist das erste Minispiel von viel mit dem. Und später werden die Dinger, glaube ich, locker 10 Minuten bis 15 Minuten einnehmen. Das ist krass.
Also 15 vielleicht nicht. Ich habe ein Drachenei gefunden, aber ich will schnell weg aus der frischen Luft und noch was Besseres suchen. Katsching! Soll ich versuchen, einen Lichtedelstein zu finden? Ja, das kannst du gerne machen, mein lieber Blink. Aber ich würde sagen, das macht er erst im nächsten Part, Freunde. Also, ich werde jetzt hier den Part beenden und... Ja, er ist schon ganz wild, in den Boden zu gehen. Im nächsten Part machen wir dann die zweite Hälfte vom Blinks Grab-Minispiel. Bis dahin, Freunde, sage ich... Ja... Tschüssele!